zu mir. Ja, genau, das ist gut. Das ist gut. Und jetzt nochmal langsam hinsetzen. Die Fersen bleiben auf dem Bodenbein hinsetzen. Und dann versucht ihr euren Rücken wieder richtig gerade zu machen. Und so groß zu machen. Genau. Letzte Runde, okay. Wo sind die Fersen? Auf dem Bogen, Rücken gerade. Und jetzt versuchen wir nochmal alle Beine noch einzelne Meter mehr zu strecken. Also nochmal hoch, bis es piekst da hinten, weil die Knie und hinten die Oberschenkel nicht so ein kleines Ziehen. Ja, das ist total okay, man darf ein bisschen ziehen. Und ein letztes Mal hinsetzen. Fersen bleiben. Passt. Jetzt alle. Eine halbe Tür. Auf der Doppeltür. Sehr gut. Boah, du bist ein Schlaumeier. Du bist aus Bonn, oder? Dachte ich. Da, Doppeltür auf der Bank. Doppeltür auf der Bank. Ja, gut. Das ist total okay. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben schon die Holzstange in der Hand. Wir lassen die Oberschenkel, legen uns die Hände auf. Rutschen mit den Händen bis zu den Knien und schauen erstmal, dass der Rücken dabei gerade bleibt. Weil der Philipp hat einen ganz geraden Rücken. Fast. Kann also immer seitlich in den Spiegel gucken. Da rutscht mal runter. Rutscht mal runter, ist der Rücken schön gerade. Rutschen mal runter und rutschen weiter runter. Rutschen weiter runter, beugen noch ein bisschen, lass den Rücken gerade. Gut. Der ist doch schön gerade. Dann rutscht mal langsam wieder hoch. Und rutscht mal langsam wieder hoch. Macht jeder fünfmal. Fünfmal. Siehst du was? Wieder drauf. Gut, langsam runterrutschen. Schön baden. Noch ein bisschen die Beine beugen. Knie auseinander. Und stopp. Bis dahin. Und jetzt wieder langsam hoch. Das zu ziehen. Die Beine ein bisschen mehr beugen. Reicht. Und hier wieder mehr. Da sieht man gar nichts mehr. Das ist die schon zu groß. Nein, nicht so tief, nicht so tief. Oberkörper bleibt höher als der Po. Knie auseinander. Kurz, leicht, kurz tiefer, Pommes tiefer, das ist hier. Bitte mal die Kugel an. Du musst gerade. Genau. So ist gut. Und wieder hochrutschen. Einmal bist du gerade. Schau mal, bei dir ist es so gerade. Guck mal, dass die Knie nicht so nach außen gehen. Dass die Knie über den Füßen bleiben. Auch wenn es eng ist. Aber die bleiben trotzdem über den Füßen. Okay. Das ist gut. Und wieder langsam hochrutschen. Und rutschen gerade. Genau. Hochrutschen, geraden. Sehr gut. Kleine Pause machen wir nochmal. Einmal hier, dann geht es. Pass mal auf. Dann zwei Sachen machen. Dann so machen. Das nicht so schnell. Und so schön gerade bleiben. Und mit tief gehen, dann so machen. Das machen wir auch nicht. So, und der Po ist immer tiefer als die Schulter. Das ist also immer so ein bisschen schräg. Das ist immer leicht schräg, wenn man tief geht. Es ist nie, dass die Schultern und der Po gleich auf Höhe sind. Immer leicht schräg. Okay. Das ist die nächste Aufgabe. Gucken, dass die Kugel von den Schultern immer zum Po rollen wird. Die rollen nie nach vorne. Okay. Aber die Knie auch. Ja. Nochmal fünf. Nochmal fünf. Rüberrutschen um die Knie, bleiben über den Fußspitzen und der Fuß bleibt gleich. Die Beine klauen, die sind und bleiben das noch gleich. Gut. Bis ihr komplett wieder gerade seid. Dann geht es wieder runter. Die Schultern sind jetzt zu weit unten. Der Po ist immer tiefer. Das ist die Schultern. Und beim nach oben geht es. Der Po ist tiefer. In die Schultern hoch. Die Schultern sind immer vor dem Po. Nicht, dass die da unten sind. Beide Ellen muss man das hier auch treffen.
Und die Reißleine ein bisschen wieder langsam. Ich gebe noch eine Aufgabe, die wir noch probieren. Die letzte Aufgabe, die wir noch probieren. Wo sind die Knie? Wollen wir so ziehen? Dass die Knie hier nur Fußspitzen bleiben. Keiner macht nach vorne rutschen. Okay? Keiner rutscht nach vorne, sondern die Knie bleiben immer über den Fußspitzen. Ne? Minimal dürfen die drüber gucken, halber Zentimeter, aber nie drüber schieben. Wie beim Ausfallschritt, oder? Macht man so einen Ausfallschritt? Gerne. Das hat man das jetzt auch gemacht. Das sieht sehr gut aus. Kriegst du eine 1. Machen wir nochmal. Ah, da unten ist. Guck mal, da hinten ist hier ist rund. Und die Knie, schau mal, die Knie muss weiter aus. Und die Füße mehr gerade. Genau, das ist ein breiter Schritt. Die Knie schön außen lassen. Stopp, der Po ist tiefer, der Po ist tiefer. Na, eins wird es rund. Dann ist es zu tief. Geht nicht, kannst du nicht so tief. Bleibst du immer nur bis hier hin. Reicht aus. Ende nur bis dahin. Hoch, hoch, runter, hoch, runter. Gerade lassen. Gut. Und wieder hoch. Langsam. Rücken. Erst ist der Rücken fest. Gerade. Und nicht erst die Hände runter und den Rücken krumm machen. Und dann gucken, wie kriegen wir den gerade hin. Immer der Rücken ist immer als erstes gerade. Okay. Jetzt langsam wieder auf die Tür. So schön nach hinten aufpassen. Po muss tief. Ne? Guck mal, die Schultern sind schon genau in der Hoch wie der Po. Das ist gerade so gut. Ja, das ist cool. Habt ihr schon? Kannst du nochmal sehen? Schön vor nach hinten, rutschen. Well, bis dahin gleich mehr raus. Dann rutscht es wieder hoch. Immer. Aber gar keinen Rutschstab heute. Gut. Letzte Runde. Schau in den Spiegel. Jetzt wird es schwer, dann werden wir keinen Rutschstab. Nehmen die Hände hoch. Dass man winkt. Da oben. Hände richtig hoch. Wir bleiben gerade. Alles das, was wir jetzt gehabt haben, brauchen wir jetzt immer. Und jetzt gehen wir langsam tief, um den Rücken gerade zu lassen. Schauen, dass die Hände immer oben bleiben. Über dem Kopf. Nie nach vorne. Sondern immer über dem Kopf müssen die Hände bleiben. Dort mal von der Seite. Da oben. Von der Seite ist es da. Bei vielen ist es dann vorne. Die winken danach nicht. Die Hände müssen oben über dem Kopf sein. Dann wenn wir dann mal eine Stange rein haben. Gut, machen wir nochmal. Erst in den Spiegel schauen, beide hinten bleiben oben. So wie wir eben gerade Arme strecken, die Arme nach oben strecken. Das ist voll anstrengend für die Arme. Knie auseinander lassen. Strecken, hinsetzen, langsam tief gehen und dann wieder hoch. Das ist gut. Schön nach vorne nach hinten. Gut, so ist gut. Immer noch wieder hoch. Da ist der Spiegel. Ja, vorne. Ich lasse die Hände weiter zurück. Arme etwas weiter. Ja, so ist gut. Knie aufpassen, Knie gehen nach außen. Das ist auf der Bank schwer, aber deshalb sollte euch nicht mehr so schnell auf die Bank. Und ihr müsst 10 machen. Ihr müsst noch 10 machen, so. Weil ihr seid schon mit 13. Sein Po wird auf der Arme. Okay? Dahin. Hoch und langsam tief. Und wieder raus. Hände sind hin. Gleiche Höhe. Mach so einfach. Halt! Bitte, wir beide Kopf bekommen, danach Ballklappen, Schlingerstampfen.